Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Genau vor 2 Wochen waren die Amazon Prime Days gestartet und nun sind es 2 Wochen her, und in diesem Video möchte ich mit euch gemeinsam schauen, wie sich die Preise entwickelt haben von den Deals, die ich mit euch geteilt habe. Eins kann ich euch schon mal vorab verraten, die Preise sind definitiv gestiegen bei manchen Produkten um einiges, so dass man hier auch satte Gewinne machen kann. Viel Spaß bei diesem Video, ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Ja, Freunde, wie angekündigt, gab es wirklich sehr, sehr viele Deals, und hier haben sich die Preise, wie gesagt, schon alle nach oben entwickelt, so dass man hier in naher Zukunft auch gute Gewinne machen kann, besonders wenn man vielleicht die Produkte in der Weihnachtszeit weiterverkaufen kann. Hier wird es definitiv auch eventuell nochmal Preissprünge nach oben gehen, wenn hier die Weihnachtsgeschäfte anfangen und die Preise noch weiter steigen. Die ganze Inflationsgeschichte, die ja gerade sehr viele bewegte, befeuert das Ganze auch nochmal, um die Preise hier nach oben zu befördern und dementsprechend hier noch weitere Gewinne mitzunehmen. Und wer hier zugeschlagen hat, der hat definitiv gute Rabatte bekommen, so dass er hier auch gute Margen bzw. Gewinne realisieren kann. Bevor wir anfangen, uns die ganzen Deals anzuschauen, die ich auch tatsächlich überfliegen möchte, möchte ich dich bitten, falls du hier irgendwo zugeschlagen hast bei irgendeinem Deal, den ich mit euch geteilt habe, und bereits was verkaufen konntest, dann teile mir doch gerne deine Erfahrung mit unten in den Kommentaren, wo was du gekauft hast und wie und zu welchem Preis du das verkaufen konntest. Darüber würde ich mich freuen, und somit hilfst du auch vielen anderen hier zu zeigen, was wirklich realistisch ist. So, und dann lass uns mal anfangen. Ich werde, wie gesagt, die Deals alle überfliegen, damit wir einfach hier das ganze, das Video nicht zu lang wird, und dann fangen wir hier mal direkt mit den Amazon-Produkten an, die ja schon vor den Prime Days erschienen sind zu guten Preisen. Und wir können das hier in der Keeper-Historie mal sehen. Falls du nicht weißt, welches Tool ich hier nutze, dann blende ich dir das hier oben in der Videobeschreibung oder in der Infobox ein. Und dann kannst du das Ganze hier als Add-on für deinen Browser herunterladen und das komplett kostenlos nutzen. Dazu habe ich auch eigentlich schon ein Video gemacht. So, und wir sehen, das gab es hier für 54,99, stand jetzt 120 Euro, Wahnsinn. Dann so ein Echo Dot 4. Generation gab es für 19,99 €, stand jetzt 59, knapp 60. So, dieses Ding war sogar schon vorab ausverkauft. Es handelt sich hier tatsächlich um ein general überholtes Produkt. Aber auch jetzt ist es derzeit nicht verfügbar. Gab es für 125 Euro, regulärer Preis, auch als general überholt, für knapp 180 Euro. Dementsprechend, wer hier zugeschlagen hat, ist super gut. Neu kostet das übrigens 200 Euro. Dementsprechend auch sehr, sehr guter Gewinn möglich und realistisch. So, dann ein weiteres Amazon-Produkt gab es hier für 39,99 € so ein Tablet. Jetzt stand jetzt für knapp 100 Euro. Nächstes Produkt, da kommen wir schon zu den Produkten, die dann auch wirklich zu Amazon Prime Day erschienen sind, und zwar hier eine Bosch Akkuschrauber als Set, gab es für 179, stand jetzt 254 Euro, also bombastische Gewinne, die man hier eigentlich mitnehmen kann, wenn man das jetzt für die regulären Preise auch verkaufen kann. Dann solche Kopfhörer, was Spezielles, sogar hier mit Schrift und so weiter. Sehr gute Bewertung, müsst ihr sehen. Also ich habe diese bei noch keinem gesehen, aber die Bewertungen sind gut. Dementsprechend ein sehr gutes Produkt. Gab es für knapp 60, stand jetzt für knapp 90 Euro, kann aber auch an die 100 Euro gehen. So, dann gucken wir uns das nächste. Eine MicroSD-Karte gab es für 52,99 €, stand jetzt knapp 100 Euro. Ihr seht, das waren wahnsinnige Gewinne, die man hier mitnehmen konnte. Dann hier ein Kaffeeautomat, gab es für 39,09 €, sogar gebraucht gab es den teurer tatsächlich, sehe ich hier, stand jetzt für 64,90 €. Eine Pfanne von Tefal gab es für 44,99 €, stand jetzt knapp 80 Euro, also fast die Hälfte, wahnsinnig. So, dann so eine, auch von Bosch, so eine Säge gab es für 500 glatt, und stand jetzt ist man hier bei 665. Der Preis ist teilweise bis knapp 800 Euro gesprungen. Wahnsinn. Das nächste hier, ein Kopfhörerset,
also ein Headset, anders ausgedrückt, für 10 Euro, stand jetzt bei 20 Euro, also für die Hälfte genau. Hier kann man natürlich guten Gewinn mitnehmen, auch einfache Produkte, die sich auch einfach verkaufen lassen. So ein Spiel von Uno, und zwar für 6,87 Euro, stand jetzt für knapp 15 Euro, auch cool. Dann gab es auch einige Uhren, die ich mit euch geteilt habe. Auch hier haben wir gute Gewinne im Stand jetzt. Die gab es zum Beispiel für 49,52 Euro, stand jetzt 189 Euro. Wahnsinn! Also wenn man das für den Preis weiterverkaufen kann, dann hat man hier wirklich nichts falsch gemacht. So, dann von Mega, so ein Bausteinset haben wir hier für 43,06 € gehabt, stand jetzt knapp 70 Euro. Dann hier von, was ist denn das hier? Eine Smartwatch, im Grunde genommen Hybrid-Smartwatch, für 159,99 € stand jetzt 238 Euro. Ihr könnt euch das einfach mal abrechnen. Ich sage jetzt auch nicht die Gewinne dazu, weil es einfach zu lange dauern würde. Ich müsste hier parallel daneben schauen. Aber rechnet das auch für euch einfach mal aus, indem ihr hier einfach die Gebühren abzieht, den Versand abzieht, alle Nebenkosten, und dann landet ihr auch bei sehr, sehr guten Gewinnen. Tatsächlich, also unglaublich, was hier möglich war. 84,57 diese Dieseluhr, für 167 stand jetzt. Dann gab es hier von Eigenmarke von Amazon so ein Rasiererset, 5 Klingen mit 16 Ersatzklingen dazu, gab es für 8,65. Sowas muss man nicht unbedingt weiterverkaufen, er lohnt sich aber dennoch. Wie ihr seht, hier knapp 20 Euro jetzt. Sowas kann man aber natürlich auch privat nutzen, ganz einfach. Also warum nicht, sage ich mal. So, dann gab es hier von Hot Wheels so eine Bahn für 36,99 stand. Jetzt haben wir hier 62,99, auch guter Gewinn realisierbar. Von Hansaian gab es hier ein Headset für 79 Euro, reguläre Preise teilweise sogar bei 200 Euro. Stand jetzt 131 Euro, auch noch sehr gut. So, dann haben wir hier von Ravensburger so ein Spielkugelmurmel-Spielset für 74,99. Sowas, wenn ihr mal schaut, die Historie. Ich will mal hier mal kurz ein bisschen zurückgucken. Und ihr seht es hier, zu Weihnachten läuft das hier so für 100, knapp 120 Euro geht das weg. Teilweise steigt der Preis bis über 180 Euro. Man hat es hier für 74,99 bekommen. Des Weiteren ein Bosch Hochdruckreiniger haben wir hier für 159,99 bekommen, stand jetzt 213 Euro. So, dann haben wir nochmal ein Amazon-Produkt, eine Echo Dot Plus Fire TV Stick 4K, haben wir hier als Bundle für 37,98 bekommen, stand jetzt 100, knapp 120. Also mir fehlen teilweise die Worte, was hier wirklich für Preise sind, die man hier nutzen konnte, um diese Produkte so günstig zu erwerben, um diese dann auch dementsprechend gewinnbringend weiterzuverkaufen. So, falls dich solche Deals auch interessieren, mal zwischendurch einfach mal erwähnt, dann findest du unten in der Videobeschreibung, wie du dich für den kostenlosen Newsletter anmelden kannst, egal ob per WhatsApp oder Telegram. Direkt auf dein Handy unterrichte ich dich bzw. teile ich mit dir diese Deals, wo du dann schnell zuschlagen kannst, um hier gewinnbringende Produkte kostengünstig zu kaufen und dann auf Marktplätzen wie Amazon und eBay weiterzuverkaufen. So, machen wir weiter bei Citizen. Eine Citizen-Uhr gab es schon sehr viele Ausschläge nach unten für knapp 140 bzw. etwas über 140 Euro. Stand jetzt bei 249 Euro. Sehr guter Preis, wie ich finde, und dementsprechend kann man hier immer mal zugreifen, um diese Uhren weiterzuverkaufen. Eine Fossil-Uhr für 62 Euro gab es die. Stand jetzt bei 120, knapp 120. Eine weitere Dieseluhr. Hier sehe ich tatsächlich nicht, was die gekostet hat, aber auch die gab es recht günstig. Ich gucke das mal hier an. Da habe ich sie gefunden. Für 69,38 gab es diese Uhr. Und Stand jetzt haben wir sie für 228 Euro. Also unglaubliche Preise, auch regulär hier neu kann man die für 168 auch noch weiter verkaufen, also knapp 100 Euro über dem Dealpreis. Noch eine Dieseluhr, auch die gab es hier zu einem Schnapper von 55,20 Euro. Wer hier zugeschlagen hat, hat auch nichts falsch gemacht.
Eine Fossiluhr, die gab es nämlich auch für 66,91. Stand jetzt 131, auch super. Dann sowas wie ein Notebook von Asus, Chromebook, gab es für, sehen wir auch hier, 149 Euro, 249 Euro. Nicht unbedingt zum Weiterverkaufen, lohnt sich aber auch vielleicht für die eigene Nutzung. Super cool, ein cooles Notebook, was man definitiv als ja, Notebook nutzen kann, um hier wirklich Waren weiterzuverkaufen, wenn man dementsprechend noch kein Notebook hat. Und kommen wir hier zum Abschluss nochmal zu einer Uhr. Und zwar von Armani gab es hier eine Uhr für, ich muss das mal raussuchen, für 77,59. Ihr seht es hier tatsächlich sogar hier teilweise 108 Euro. Nee, ich habe sie hier wirklich für, oder ist das eine andere gewesen? Nein, das ist tatsächlich diese gewesen. Für 77,59 gab es die mit einem Gutschein von 20 Euro gab es die noch. Ja, dann kommt man hier auch auf die 77,59, wenn man das hier von dem Dealpreis abzieht und stand jetzt 247. Also Freunde, ihr seht's. Die Preise sind extrem wieder nach oben gegangen für fast alle Deals. Ich habe jetzt nicht alle Deals hier drin gehabt. Teilweise waren da auch Deals, wo die Preisdifferenz nicht so hoch war. Dementsprechend war hier vielleicht oder ist hier nicht immer der beste Gewinn realisierbar. Aber im Großen und Ganzen haben wir hier gesehen, dass die Preise nach oben gestiegen sind. Und ich freue mich, wenn du hier dabei bist und Deals empfangen möchtest. Wie gesagt, alle Informationen dazu unten in der Videobeschreibung. Und sonst freue ich mich natürlich, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst. Und wenn dir dieses Format gefällt, dann immer wieder Daumen hoch. Und sonst freue ich mich, wenn du hier die Dinge auch kaufen und wieder verkaufen kannst. Viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Video. Ciao.